Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche, dass sie sich wie viele andere Menschen auch einschränken müssen und keine wirklichen sozialen Kontakte mehr haben. wir alle gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen sollten und auch für Jugendliche das genauso trifft. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche Die Möglichkeit, sich selbstständig verwirklichen zu können. die ja bei uns durch den Jugendgemeinderat gegeben ist. Und ich finde, der Jugendgemeinderat ist wirklich eine gute Möglichkeit, weil die Kinder dann auch und die Jugendlichen auch gehört werden und nicht einfach abgeschüttelt werden können. Kinder und Jugendliche sind genau dann beteiligt, wenn Die Erwachsenen ihnen auch Aufmerksamkeit schenken und ihren Ideen auch wirklich zuhören. die sind gleich beteiligt, wenn die Erwachsenen, wie ich schon gesagt habe, die Möglichkeit einräumen, selber Dinge zu verwirklichen und selber auch mal anpacken zu dürfen und nicht nur als Führungsposition alles vorgeben zu wollen. Dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich benutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass Dass die Kommunikation wesentlich einfacher fällt und das für uns eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung ist, um alle viele Fortschritte einfach zu beschleunigen. kann ich nur zustimmen, also dass man sich auch als Organisation, die vor allen Dingen Kinder und Jugendliche ansprechen will, auch vor allen Dingen auch einen Instagram-Account macht oder auf Social Media präsent ist, um die Jugendlichen auch wirklich zu erreichen. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung im ländlichen Raum. Ja, mehr Aufmerksamkeit, weil in Städten schon so viele Möglichkeiten eigentlich gegeben sind, wo sich die Jugendlichen auch aufhalten können. Und bei uns auf dem Dorf halt eben nicht. Also, sie braucht viel Mobilität, da die Ortschaften wieder auseinander sind. Und ich denke, eine Menge Verständnis, da viele Stadtleute einfach nicht wissen, wie es auf dem Dorf halt doch abgeht und wie dort alles komisch und krux ist.